Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tegel ist in diesen Tagen ja aus vielerlei Gründen der Rede wert, und es gibt offenkundige Widersprüche. Es geht heute in der Tagesordnung auch noch um Schallschutz für den Flughafen Tegel. Hintergrund ist die gesetzliche Regelung, dass Lärmschutz notwendig wird, wenn die Schließung nicht spätestens im Jahr 2017 erfolgt, was mir unsicherer denn je zu sein scheint. Nicht zu vergessen, dass in der ersten Stufe erfolgreiche Volksbegehren zur Offenhaltung von Tegel. Und wir reden über ein neues Stadtquartier, das tatsächlich nur errichtet werden kann, wenn der Flughafen schließt. Insofern hoffe ich, dass die folgenden Ausführungen nicht reine Theorie bleiben. Die Linke hat klare Ziele für Tegel. Die Schließung des Flughafens eröffnet hoffentlich große Möglichkeiten. Wir halten an dem schon von Rot-Rot entwickelten Ziel fest, hier einen Industrie- und Forschungsstandort für urbane Technologien zu entwickeln. Wir unterstützen auch die Ansiedlung der Beuth-Hochschule selbstverständlich. Neuere Überlegungen zu einer stärkeren Nutzung des Areals für das Wohnen begrüßen wir. Sie dürfen aber nicht die Entwicklung als wirtschaftlicher Zukunftsort behindern. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz muss verbessert werden, keine Frage. Während andere von Seilbahnen, E-Bussen oder U-Bahn träumen, sind wir für ein realistisches, effizientes, kostengünstiges und ökologisches Verkehrsmittel für die Straßenbahn. Konkrete Planungen müssten hier recht bald beginnen, weil es dauert ja alles etwas länger in Berlin. Und damit bin ich bei unseren Maßstäben für die Entwicklung des neuen Stadtteils. Erstens, Industrie und Technologie plus Wohnen darf nicht dazu führen, dass die wirtschaftliche Entwicklung von TXL behindert oder gar ausgebremst wird. Neue Industrien sind in der Regel besser mit Wohnquartieren, Wohnnutzungen vereinbar. Auch wir wollen gemischte Quartiere, in denen gewohnt und gearbeitet werden kann. Bei der Planung müssen also Störpotenziale und Behinderungen ausgeräumt werden. Wohnen ist eben kein Selbstzweck. Es braucht auch Arbeitsplätze in Berlin. Zweitens, ein neuer Stadtteil benötigt eine ordentliche und leistungsfähige Verkehrsanbindung. Die vorhandenen Straßen aber, insbesondere der Autobahnstummel, sind wegen ihrer Trennwirkung für die Einbindung des neuen Stadtteils eher hinderlich. Und wir brauchen erhebliche Verbesserungen beim Nahverkehr sowie gute Rad- und Fußwege. Drittens, ein neues Quartier soll in die vorhandene Stadtstruktur eingebunden sein, kein Fremdkörper, keine Vorstadt sein, möglichst viele Verknüpfungen aufweisen mit dem vorhandenen Stadtkörper. Dafür sind Nutzungsmix, fuß- und radfreundliche Wege sowie Grünzüge die besten Voraussetzungen. Viertens, der neue Stadtteil soll für die Entwicklung des Umfeldes positive Impulse geben, aber keine Spirale der Aufwertung, Mietsteigerung und Verdrängung in Gang setzen. Die neuen und die bestehenden Wohnquartiere sollen sozial gemischt und bezahlbar werden bzw. bleiben. Fünftens, der neue Stadtteil soll nachhaltig sein und sich zum Landschaftsraum öffnen. Die siedlungsnahe Natur muss geschützt werden. Die Flughafenschließung eröffnet hier wie in Tempelhof die Chance, Grün- und Naherholungsdefizite auszugleichen. Aber dafür brauchen wir auch klare Schutzmechanismen. In der weiteren Planung muss die tragfähige Größe des neuen Stadtteils ermittelt werden. Die Linke hält bis zu 5.000 Wohnungen für vertretbar. Die CDU in Reinickendorf findet die Planungen überdimensioniert. Und was meint die CDU auf Landesebene? Das werden wir ja gleich hören. Der Senat hat angedeutet, dass viele detaillierte B-Pläne aufgestellt werden könnten. Erste Beschlüsse wären 2017 möglich. Wir sind gespannt, ob der Senat dieses Tempo hält. Nötig wäre es allemal. Es bleibt abzuwarten, was der städtebauliche Wettbewerb zum Schumacher-Quartier bringt. Das Ergebnis soll im Juni vorliegen. Für die Umfeldvernetzung und Entwicklung will der Senat Stadtumbaumittel bereitstellen. Das betrifft vor allem Tegel Nord und die City Pasteur. Dabei wird allerdings nicht nur der Städtebau eine Rolle spielen. Die sozialräumliche Entwicklung wird ganz entscheidend sein. Mit Wegfall des Fluglärms entwickeln sich Gebiete rasch und steil nach oben. Das haben wir nach der Schließung des Flughafens Tempelhof im Schillerkiez in Neukölln gesehen. Wir fordern deshalb den Senat an dieser Stelle auf, die Gebiete umfassend vor einer Mietexplosion zu schützen. Der Antrag der Grünen ist 3 Jahre alt und nicht nur von der Zeit überholt. Teilweise ist er ja in die Senatsplanung eingeflossen. Er gibt uns teilweise zu detailliert Dinge vor, die wir nicht vollumfänglich mittragen können. Deshalb haben wir uns im Ausschuss enthalten und werden das auch heute tun. Vielen Dank.